Publikum sind, habe ich vorhin schon gesehen. Genau, und zwar ist es ja so, dass beim Hundefutter der Konsument ja nicht der Hund ist, sondern die Kaufentscheidung vom Besitzer, Besitzerin quasi getätigt wird und die Gesundheit des Hundes ja doch irgendwie beiden wichtig ist. Genau, und das ist der Grund, warum Tessa und Valerie das Startup VegDog gegründet haben und jetzt ein bisschen uns über Tierfutter erzählen werden. Hallo, ja, wir sind Valerie und Tessa von VegDog und ich freue mich eigentlich ganz besonders genau hier zu stehen heute, weil ich vor 13 Jahren hier mein Architekturstudium abgeschlossen habe und hätte mir vor 13 Jahren jemand gesagt, dass ich später eine Firma für veganes Hundefutter habe, hätte ich wahrscheinlich erstmal gelacht. Ich möchte euch heute gerne ein bisschen erzählen von dem Weg dorthin, wie ist es dazu gekommen und später wird Valerie dann noch auf das Thema eingehen, warum genau der Hund eigentlich vegan leben kann. Valerie hat BWL und Tiermedizin studiert. Tja, die Idee für veganes Hundefutter kommt einem ja nicht mal eben so, sondern es gab einen Grund und der Grund war mein Rüde Nelson. Nelson litt sein Leben oder litt sehr lange an einer Futtermittelunverträglichkeit und ich habe tatsächlich alles versucht, was der Markt an hypoallergenem Futter zu bieten hat. Nichts hat langfristig geholfen. Irgendwann riet mir meine damalige Tierärztin, auf tierisches Protein zu verzichten, sprich Nelson vegan zu ernähren. Am Anfang habe ich gedacht, das ist ein Scherz, habe dem Ganzen aber eine Chance gegeben und tatsächlich war Nelson nach kurzer Zeit beschwerdefrei und er war es bis zum Schluss. Nelson ist letztes Jahr im stolzen Alter von 16 Jahren gestorben. Nachdem ich für Nelson alles gemacht habe und sehr lange selber gekocht habe, wurde mir das irgendwann tatsächlich zu zeitaufwendig und so habe ich mich auf dem Markt nach einem veganen Fertigfutter umgeguckt, allerdings nichts gefunden, was meinen Ansprüchen gerecht wurde. Und das war eigentlich die Idee, wie VegDog entstanden ist. Die Reise dorthin war teilweise sehr holprig. Wir haben allein die Produktentwicklung hat bei uns fast über ein Jahr gedauert. Und als wir dann endlich die Rezepturen fertig hatten, dachten wir, okay, geil, jetzt können wir loslegen. Dann kam das nächste Thema, eine passende Produktion zu finden. Auf dem Bild zum Beispiel seht ihr unsere allererste Testproduktion, die wir gemacht haben. Damals haben wir eine gewisse Algenform getestet, um Fettsäuren ins Futter zu bekommen, die benötigt werden und sonst eben nur tierisch zur Verfügung gestellt werden können. Genau, dann weiter. Aus dem Nutztierbereich. Ah ja, genau. So, also die Produzentensuche war extrem schwierig. Zu Beginn hatten wir einen Produzenten aus dem sogenannten Nutztierbereich, da die bereits pflanzliche Rohstoffe verarbeiten, mussten aber sehr schnell feststellen, dass die Rohstoffe dem Hund dadurch nicht in ausreichender Form aufgeschlossen werden, sodass der Hund sie gut verwerten kann. Wir haben uns dann einen Partner aus dem Petfood-Bereich gesucht, was allerdings nicht ganz so einfach war, weil man muss erstmal jemanden finden, der bereit ist, veganes Hundefutter für einen zu produzieren. Hatten dann aber tatsächlich Glück, standen dann aber vor einer neuen Herausforderung, und zwar dem Thema Wirtschaftlichkeit. Denn gerade im Petfood-Bereich sind die Mindestabnahmemengen extrem hoch, das Kapital am Anfang wirklich auch sehr limitiert. Und so mussten wir sehr kleine Mengen zu Beginn einkaufen, hatten dadurch einen sehr, sehr hohen Einkaufspreis, was sich wiederum auf unseren VK ausgewirkt hat und wir nicht wirklich wettbewerbsfähig waren. Also gerade in so einem Nischenbereich, in dem wir uns bewegen, ist das natürlich nicht besonders von Vorteil. Der zweite wichtige Punkt waren dann tatsächlich die Produktionsprozesse, die extra für uns angepasst werden mussten, damit die Rohstoffe so verarbeitet werden, dass der Hund sie verwerten kann. Und auch da muss man erstmal gerade im Fleischbereich jemanden finden, der an diese Idee glaubt und bereit ist, auch seine ganzen Prozesse umzustellen. Die größte Hürde waren dann aber die Reinigung, die Maschinenreinigung, weil klar, im Petfood-Bereich werden tierische Bestandteile verarbeitet und das war natürlich das allerletzte, was wir in unserem Futter finden wollten. Haben einfach nach einer Lösung eine Lösung finden müssen, dass die Maschinen so gereinigt werden, dass davon nichts mehr im Futter bei uns zu finden ist und sind froh, dass wir diesen Schritt tatsächlich geschafft haben. Äh,
Links jetzt so ein bisschen, was war vor 5 Jahren noch, wo stehen wir heute? Ich meine, 5 Jahre ist einerseits ein sehr langer Zeitraum, andererseits auch wieder nicht. Vor 5 Jahren hatte ich in Schwabing eine ganz kleine Garage gemietet. Dort hatte ich mein Futter gelagert und auch die Pakete für die Kunden gepackt. Hier eine unserer ersten Produktionen. Inzwischen sieht das Ganze tatsächlich etwas anders aus. Aus der kleinen romantischen Garage in Schwabing ist ein großes Lager oder eine große Halle in Kiel geworden. Und auch unsere ganze Produktion hat sich natürlich professionalisiert. Ja, dann ein Thema, geht wahrscheinlich nicht nur uns als Startup so, ist das Thema Geld. Ja? Vor 5 Jahren, es gab früher keins, es ist heute keins, es ist grundsätzlich nie ausreichend vorhanden, das mussten wir auch feststellen, gerade im Wachstum. Vor 5 Jahren war es so, dass es noch nicht so einfach war, auch im VC-Bereich jemanden zu gewinnen, da dieses Thema einfach noch nicht so präsent war, sei es jetzt im Pet-Food-Bereich oder im Food-Bereich. Wir haben deswegen die ganz klassische Family-and-Friends-Finanzierung zu Beginn gehabt. Heute muss man sagen, ist es tatsächlich ganz anders. Eigentlich gerade auch in diesem VC-Bereich wird regelrecht nach neuen Innovationen gesucht, was natürlich eine sehr schöne Entwicklung ist, mag auch an der ganzen Debatte liegen, die aktuell natürlich im Gange ist, spielt uns natürlich dadurch auch ein bisschen in die Hände. Ja, die Akzeptanz früher, vor 5 Jahren noch und Akzeptanz heute, wollte ich nochmal gegenüberstellen. Also vor 5 Jahren war es so, dass es schon den ein oder anderen Shitstorm gab, ja, also sei es im Social-Media-Bereich, sei es auf Messen. Wir wurden absurderweise auch als Tierquäler beschimpft, weil wir unseren Hunden eben kein Fleisch füttern. Heute ist das Ganze tatsächlich anders. Ich weiß gar nicht, wann wir die letzte Hassnachricht bekommen haben. Also das ist tatsächlich länger her. Mag natürlich zum einen an der Offenheit liegen, dem Thema gegenüber. Andererseits vielleicht auch daran, wir haben sehr viele Kunden, der Kunde ist ja bei uns eigentlich immer der Hund, die gesundheitliche Probleme haben, sei es eben wie Nelson die chronische Unverträglichkeit oder chronische Darmentzündungen ist bei Hunden auch ein großes Thema. Wir selber haben zum Beispiel immer nur Hunde aus dem Tierschutz, die haben häufig mit Infektionskrankheiten zu kämpfen, wo eine purinarme Ernährung notwendig ist, auch das ist mit unserem Futter gegeben. Und natürlich ist das beste Feedback immer zufriedene Kunden, zufriedene Besitzer und das spricht sich natürlich rum. Ja, der Hund früher und der Hund heute, vor 5 Jahren hat es ihm geschmeckt und heute schmeckt es ihm auch. Das war aber ein bisschen, damals haben die Besitzer das so ein bisschen projiziert, dem Hund würde das nie schmecken und der Hund würde sich, wenn ihr den Hund wählen lässt, würde er sich definitiv immer fürs Fleisch entscheiden. Zum Beispiel mein Rüde wurde früher gebarft, das ist die sogenannte Rohfleischfütterung beim Hund, weil ich immer dachte, das ist jetzt besonders natürlich. Ja, wir haben dann mal den Test gemacht an unseren Hunden, haben ihnen einfach Fleisch und unser Futter hingestellt und ich muss dazu sagen, unser Futter ist ohne Lockstoffe und ohne Geschmacksverstärker und haben sie selber wählen lassen. Einen kleinen Ausschnitt aus diesem Video, das ist auch bei YouTube online, wir fanden es eigentlich ganz nett, das einfach mal hochzuladen. Ah, jetzt hat man keinen Ton, ne? So, Nelson. Also rechts ist vegan und links das Fleisch. Gut sehen, dass wir unseren Hunden das Futter nicht aufzwingen, sondern dass es ihnen einfach schmeckt. Ja, die aktuelle Herausforderung, vor der wir momentan stehen, ist tatsächlich das Thema Verpackung, weil gerade der Petfood-Bereich ist sehr, sehr konservativ, was das Thema angeht. Also die Konservendose wird und bleibt gehypt und die ganzen Produktionsprozesse sind darauf aufgebaut und da wirklich auch Alternativen zu suchen, ist recht schwierig. Wo es inzwischen etwas einfacher ist, ist im Trockenfutterbereich, also wir können mit Papierverpackungen arbeiten, haben natürlich immer das Problem, dass unser Futter fetthaltig ist und wir eine Fettbarriere von innen aufbauen müssen und keine Plastik- oder einfach Plastikbeschichtungen von innen haben möchten. Auf Plastiktüten wollen wir sowieso verzichten.
Und das sind so aktuell die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wie kriegen wir eine ausreichende Fettbarriere hin? Trotzdem muss es luftdicht verpackt sein. Und das ist ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Natürlich ist aber auch der Verbraucher da gefragt. Also es muss definitiv von dem Verbraucher kommen, dass da eine Änderung gewünscht ist, weil sonst reagiert die Branche einfach nicht gut darauf. Ich würde jetzt das Thema oder das Mikro an Valerie übergeben und Valerie erklärt euch, warum überhaupt ein Hund vegan leben kann. Das wissen viele auch nicht. Genau. Wenn wir davon erzählen, was wir machen, kommen erstmal ganz viele Fragen auf. Eine der Fragen ist immer, der Hund, der stammt doch vom Wolf ab, der Wolf ist ein Fleischfresser, wie kann das überhaupt funktionieren, wie kann er überhaupt gesund leben? Tatsächlich aber trennen den Hund ca. 45.000 Jahre vom Wolf. Die ersten Wölfe damals, die etwas zutraulicher waren, haben sich den Menschen genähert, weil es dort Futter gab. Und es sind dadurch Synergien entstanden. Der Wolf oder der Hund damals wurde dann zum Beschützer, zum Jäger, heutzutage eher zum Familienmitglied oder auch zum besten Freund. Diese Anpassung oder diese mehrere tausend Jahre, die spiegeln sich in der Anpassung vom Aussehen offensichtlich, mal mehr, mal weniger, in der Anpassung des Verhaltens und vor allem auch der Physiologie wieder. Wenn wir über die Hundeernährung sprechen, müssen wir uns die Anpassungen der Physiologie, also der Anpassungen des Darms und der Genetik des Hundes annehmen. Und auch hier ist sehr viel passiert. Wie ich schon gerade sagte, die ersten Wölfe näherten sich dem Menschen an, weil es dort zu fressen gab. Sie fraßen aber damals vor allem die Essensreste des Menschen. Und hier war selten Fleisch dabei. Fleisch galt tausende Jahre lang als Luxusgut und fand natürlich keinen Platz in den Essensresten. So kam es dazu, dass sehr viele tausend Jahre tatsächlich oder nachweislich hunderte Jahre der Hund hauptsächlich Getreide im Futter enthalten hatte und sich dementsprechend auch anpasste. Dies zeigen auch sehr viele Studien. Es wurde eine schwedische Studie dadurch durchgeführt, die sich die Genetik des Hundes anschaute und sieht, dass der Hund im Vergleich zum Wolf die genetische Anlage hat, das Enzym Amylase zu produzieren. Amylase ist dafür zuständig, pflanzliche Stärke zu spalten und es dem Hund möglich zu machen, diese zu verdauen und zu verwerten. Was man auch wieder nachweislich sehen kann, also in dem 18. Jahrhundert kam das erste Hundefutter auf den Markt, das hieß Hundekuchen und wurde gleichzeitig auch Geflügel gefüttert, also auch hier sehr getreidehaltig. Das heißt, seit diesem ersten Hundefutter können wir sehen, dass über 500 Jahre der Hauptbestandteil im Hundefutter tatsächlich Getreide war. Erst seit ungefähr 25 Jahren gehen wir über und füttern dem Hund mehr und mehr Fleisch, weil der Hund nimmt eine immer wichtigere Rolle ein. Der Besitzer möchte ihn natürlich sehr artgerecht, sehr, wolfsähnlich füttern. Das, was Tessa angesprochen hatte, das sogenannte Barfen, birgt aber sehr viele Gefahren. Und hier haben wir jetzt mittlerweile teilweise 80% reines Muskelfleisch enthalten. Das heißt, Tiere werden tatsächlich für den Hund geschlachtet. In den 90er Jahren war das noch anders. Da hatten namhafte, also wirklich die bekanntesten Hundefuttermittel, maximal 5-10%, aber allerdings fleischliche Nebenerzeugnisse, das heißt Schlachtabfälle, was natürlich als, nachhaltiger oder ökologischer gesehen werden kann. Häufig kommt dann die Frage auf, wenn wir sagen, okay, die genetische Anlage ist da, der Hund kann es verdauen, er ist sogar gewöhnt daran, da kommt dieser Begriff artgerecht auf und viele sagen, okay, wenn wir den Hund aber freilassen würden, würde er instinktiv Tiere jagen und fressen. Da haben wir ein ganz schönes Video gefunden.
Der Dackel ist bekanntlich ein Jagdhund und hier ist deutlich zu sehen, dass er allerdings in dem kleinen Wildschweinferkel eher einen Spielgefährten sieht als sein Mittagessen. Ja, das geht noch ganz lang weiter. So, wenn wir den Hund jetzt vegan ernähren, kann er denn überhaupt alle Nährstoffe bekommen? Kann er damit gesund leben? Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Da der Hund physiologisch sich dem Menschen angepasst hat und auch genetisch und der Verdauungstrakt sehr ähnlich dem des Menschen ist, ist das hier eigentlich ähnlich zu handhaben wie bei uns Menschen. Das heißt, wir schauen uns die den gesunden Rationsaufbau vom Hund an. Hier sieht man den blauen Bereich, ich glaube hier den blauen Bereich, das sind die Proteine, der gelbe Bereich sind die Fette, das heißt, das sind die zwei Bestandteile, die im konventionellen Bereich aus tierischen Inhaltsstoffen bestehen, welche wir im Prinzip ersetzen müssen durch hochwertige pflanzliche Inhaltsstoffe. Da gibt es zum Glück sehr viele. Nur wenige davon sind zum Beispiel die Lupine im Proteinbereich, die Linsen oder Erbsen sind, wie gesagt, also noch Soja und so weiter, ganz viele andere Zutaten, die hier möglich sind. Und im Fettbereich sind es zum Teil hochwertige Algen, wie Tessa vorhin auch ansprach, oder verschiedene Kerne, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne etc. Was hier aber wichtig ist, ist, wenn der Hund jetzt freilaufen würde oder der Wolf damals, der hätte ja diese Inhaltsstoffe so nicht fressen können und damit gesund leben können, weil sie in der Rohform, auch wie für uns Menschen, nicht optimal verfügbar sind, also auch nicht 100% verdaulich sind und vor allem nicht verwertbar, auch für den Hund nicht. Das heißt, Tessa hat es vorhin auch schon mal angedeutet, es müssen Produktionsprozesse so entwickelt werden, dass wir diese Inhaltsstoffe auf natürliche Art und Weise, also nicht chemisch, das heißt über verschiedene Temperaturkurven, verschiedene Produktionsschritte, so aufschließen, dass sie dem Hund optimal zur Verfügung stehen. Und dies ist zum Glück möglich. Wir haben sehr viele Analysen dazu durchgeführt, die dies belegen. Das heißt, wir kommen hier zu unserem Fazit. Der Hund braucht eigentlich die Proteine oder eben die Nährstoffe und nicht das Fleisch an sich. Das ist ein sehr schönes Fazit, weil wir daraus natürlich die Schlussfolgerung ziehen, dass wir hier sehr, sehr viel erreichen können. In der Hundefutterindustrie wird sehr, sehr viel Fleisch gefüttert, sehr viele tierische Inhaltsstoffe. Hier kann man also einen sehr wertvollen Beitrag leisten, wenn man dies ersetzt. Und das sehen wir zum Glück auch in der Entwicklung des Marktes, so wie die Akzeptanz des Hundebesitzers dem Thema gegenüber hat sich auch der Markt entwickelt. Einmal nur zum Vergleich, der Hundefuttermarkt, der gilt als sehr stark anwachsender Markt, der wächst jährlich ca. 3%. Das ist sehr wird als sehr positiv gesehen. Der vegane und vegetarische Lebensmittelmarkt, also wirklich für den Menschenbereich, der wächst jedes Jahr fast 25%. Und wir mit Vectoc, jetzt die letzten 5 Jahre, sind durchschnittlich 115% gewachsen. Und wir haben ein Beispiel genommen, weil DM ist unser immer noch engster Partner, schon von Anfang an, ist sehr früh schon, hat mein Tessa an die Tür geklopft und Interesse gezeigt. Das heißt, die begleiten uns jetzt auch schon seit 3 Jahren. Und hier wachsen wir jedes Jahr mit DM 465%. Also es stimmt. Also es tut sich sehr, sehr viel. Das ist sehr schön, weil wir neben natürlich unserem wirtschaftlichen Aspekt, unternehmerischen Aspekt und der gesunden Hundeernährung dadurch einen sehr, sehr wichtigen Beitrag zum Tierschutz und zum Umweltschutz leisten können. Wir haben die Zahlen ausgerechnet jetzt für die letzten 2 Jahre, also 2018/19, und konnten fast umgerechnet 40.000 Tiere retten und 850 Tonnen CO2-Äquivalent einsparen. Das entspricht ungefähr einer Autofahrt von 5 Millionen Kilometern. Und das ist nur der Anfang. Ähm,
so zum Schluss, wir, Valerie und ich, sind der Meinung, dass grundsätzlich tierische Produkte in der Form, wie es sie jetzt gibt, definitiv Auslaufmodelle sind, da sie weder ökonomisch, ökologisch noch ethisch korrekt sind. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wir sind wirklich super froh, dass wir damals diesen Schritt gewagt haben, auch in einer Zeit, wo es vielleicht noch nicht so einfach war, und heute hier stehen können und euch von diesem Erfolg berichten. Vielen Dank. Ja, das ist ein kleiner Witz noch am Ende. Wir haben tatsächlich noch Zeit für Fragen. Wer von euch... Ah, okay. Perfekt. Warte, ich komme mal zu dir rüber. Und dann... Oben ist noch eins. Dann kriegst du es. Schick. Hallo, erstmal vielen Dank, das war sehr interessant. Meine Frage ist, ob wir das Thema 1:1 oder so ähnlich auf Katzen übertragen können. Katzen. Bei Katzen ist es tatsächlich schwieriger, weil Katzen die Fleischfresser. Die Stärke, also denen fehlt die Amylase zum Spalten von Stärke, das eben Hunde aber haben. Es gibt trotzdem Katzen vegan ernähren. Da liegt es daran, dass dann das Protein so hoch hydrolysiert wird, dass der Körper das nicht mehr als pflanzliches Protein erkennt, sondern einfach als Protein. Also es gibt auch veganes Katzenfutter. Wir arbeiten jetzt mit Fachtierärzten zusammen, die sagen halt strikt und klar nein. Und solange wir von denen kein Okay bekommen, ist es auch so, dass wir nicht wirklich pro dafür sein können, ja, weil uns diese medizinische Seite dann doch sehr wichtig ist. Aber es gibt, ich kenne auch Katzenbesitzer, die ihre Katzen vegan ernähren und wo es funktioniert. Es gab hier noch eine Frage. Ja, ich bedanke mich auch für den Vortrag, sehr spannend. Ich komme auch aus dem tiermedizinischen Bereich und das ist ja sehr kontrovers diskutiertes Thema. Ihr hattet angesprochen, ihr habt schon Studien selber gemacht, finde ich wahnsinnig spannend. Habt ihr da... Nee, wir haben selber keine Studie, also wir haben uns auf die schwedische Studie bezogen, meinst du? Ah, okay, dann habe ich es falsch verstanden. Habt ihr irgendwie Erfahrung hinsichtlich der Verdaulichkeit von den pflanzlichen Proteinen, weil das aktuell noch das größte Gegenargument ist, dass quasi aufgrund der niedrigeren Verdaulichkeit die Gesamtverdaulichkeit sinkt, auch anderer Nährstoffe? Redest du von der FDA, was die da von der DCM-Studie, die da in Amerika ist? Oder? Auch, ja. Also ist es so, dass eben das Thema Verwertbarkeit durch den Herstellungsprozess gesteuert wird. Also je aufgeschlossener diese Proteine sind, also zum Beispiel, wenn du die Wertigkeit eines Eiweißes nimmst, das Vollei gilt ja als 100%. Kartoffeleiweiß liegt bei 98%, Rindfleisch hingegen liegt nur bei 70%. Also das bedeutet, natürlich kann ich dem Hund aber nicht die rohe Kartoffel hinlegen, dann kann er es nicht verwerten und die Verdaulichkeit ist natürlich grottenschlecht oder auch giftig. Man sollte nie rohe Kartoffeln füttern, aber wenn ich die Kartoffel durch gewisse Prozesse aufschließe, dann ist die Wertigkeit sogar höher als bei Rindfleisch. Mhm. Also das ist was. Und was du meinst, ist eben diese Taurin-Sage, dass sie sagen, wenn man Hülsenfrüchte verwendet, also Leguminosen, dass dadurch der Taurinstoffwechsel gestört werden kann, das ist tatsächlich nicht bewiesen. Also es ist so, dass eine Studie in Amerika lief, die gesagt hat, dadurch kann eine Herzkrankheit entstehen, wenn Hundefutter viel Getreide oder Hülsenfrüchte enthält. Nun ist es so, dass diese ganzen Hunde, an denen das untersucht wurde, alle, also 50% der Hunde hatten Übergewicht oder litten an Diabetes. Das hemmt auch wieder den Taurinstoffwechsel, muss ich dir nicht sagen. Also es ist keine Studie gewesen, sondern man fängt halt jetzt an zu gucken, könnte das irgendwo Probleme geben. Nachdem der Hund aber jahrhundertelang tatsächlich fast nur Getreide bekommen hat, ja, muss man sagen, dass das so ein bisschen auch ein bisschen von irgendwelchen von Herstellern gepusht wird oder von Fleischherstellern natürlich extrem. Und gerade die großen Mars Petcare, die haben eben das Geld für Studien. Ja, die können genau in diese Studien investieren, die sie brauchen.
den Kleinen, wo eigentlich, also wir hätten auch gerne mal eine Studie, noch fehlt uns das Kapital, aber wer weiß, vielleicht können wir auch mal eine Studie machen, ja. Ja, danke für die ausführliche Antwort. Super. Gerne. Hallo, also auch von meiner Seite vielen Dank. Eine Frage. Hört ihr mich? Ja. Nein. Wie seht ihr die Konkurrenz mit dem In-vitro-Tierfutter im Allgemeinen? Das ist ja auch was, was eventuell kommen wird in den nächsten Jahren. Ach, sorry, jetzt habe ich dich. Entschuldigung. Deswegen habe ich so geschaut. seht ihr das als Konkurrenz für eure Produkte letztendlich? Wir würden sogar mitmachen. Ja. Wir schauen da tatsächlich sehr stark drauf, aber es wird da noch sehr, sehr viel zu tun sein, bis es wirtschaftlich, wir hatten den Aspekt der Wirtschaftlichkeit auch angesprochen, bis man sich das leisten kann aktuell. Also bis der Mensch sich, bis das den Menschen erreicht, dauert es ja auch noch ungefähr 10 Jahre mindestens. Also das heißt, aber wir haben da ein Auge drauf und finden es sehr interessant. Also ich frage deshalb, weil man eben davon ausgeht in Fachkreisen, dass im Tierfutterbereich der erste Markt sein wird, wo überhaupt quasi kultiviertes Fleisch eingesetzt wird, weil es die Akzeptanzhürden nicht so gibt wie bei Menschen. Also wir würden halt definitiv weggehen von den 80% Muskelfleisch. Also wir würden wieder zurückgehen, ein bisschen mehr zum Ursprung des Hundes und gucken, dass man weniger Fleisch nimmt. Der Grund, warum ja das vegane Futter bei mir entstanden ist, ist ja tatsächlich die Futtermittelunverträglichkeit gegen tierisches Protein. Das heißt, meiner Meinung nach wird auch immer ein Bedarf an pflanzlichem Hundefutter da sein. Ja. Dass man irgendwann die Petfood-Branche umdreht und sagt, okay, dafür muss einfach kein Tier mehr geschlachtet werden, was ja aktuell de facto so passiert und wirklich keine schöne Entwicklung ist, weil der Hund auch sehr wohl von Schlachtabfällen leben kann und die verwerten kann. Also das ist natürlich da mit dem In-vitro-Fleisch deutlich einfacher, dann die Petfood-Branche umzudrehen, weil ich glaube, dass wir aus jedem Hund, dass wir jetzt jeden Hund vegan ernähren, das glaube ich, passiert nicht, genauso wie nicht alle Menschen vegan leben werden. Das glaube ich einfach. Deswegen wird es wahrscheinlich auf Hybridprodukte rauslaufen, oder? Ja, genau. Okay, super, danke. Leider war das jetzt die letzte Frage. Die beiden werden natürlich noch den Tag auch hier verbringen und dann noch Zeit für weitere Fragen haben. Genau, vielen Dank. Gerne, danke für euch. Die Präsentation. Wir sind übrigens sehr stolz, dass wir